So, wir gehen rüber zu InScope. Es gibt ein neues InScope-Video. Führerschein-Video, das habe ich schon gesehen. Dann wird es wahrscheinlich das Video mit der neuen Wohnung sein. Schauen wir mal rein. Schauen wir mal rein. Es gäbe doch jetzt eigentlich nichts Geileres, als wenn ich... Digga, wie kann man es so verkacken? Oh nein, InScope. Meinen Freunden. Siehst du diese... Wie er da steht, ohne Hose. Also, ich freue mich auf seine Wohnung, ich bin gespannt. Meine neue Wohnung zeigt, oder? My name is Coyote Peterson and I'm about to enter the Sting Zone. Die Pflanze habe ich jetzt im Übrigen reingestellt, die war davor hier draußen. Ich wollte nicht, dass sie komplett verreckt. Ansonsten, die andere Pflanze habe ich im Prinzip hier reingestellt. Denkst du, das juckt überhaupt jemanden, meine Wohnung zu sehen? Cool. Ich dir meine neue Wohnung präsentiere. Es gibt ein Problem bei ganz vielen Autofahrern, die cool sein wollen. Du hast letztens wahrscheinlich auch jemanden gesehen, wo du dir gedacht hast, der hat extrem laut Musik gehört im Auto und du hast es von draußen gehört und dachtest dir, Alter, wie cool, Mann, oder? Extrem. Das ist das erste Wichtige. Warum stehst du eigentlich nicht beim Stream? Weil ich ein verdammt nochmal faules Schwein bin. Oh, aber bald werde ich mich wieder aufstellen. Leute, morgen, nur nicht heute, sagen alle faulen Leute. Während ihr laut Musik hört, reicht es natürlich nicht, dass wenn du die Fenster offen habt. Nein, ihr müsst auch noch ein bisschen Flex und Arm aus dem Fenster. Aber es wäre ja eigentlich langweilig, würde man das aus dem vorderen Fenster machen, oder? Bitch, Rack City, Bitch, Rack City. Was geht ab? Ich muss erst mal pissen. Stell dich hier aufs Klo oder wo? Also ganz ehrlich, ich würde nicht auf die Toilette gehen. Ich war gerade scheiße. Sollen wir direkt mit dem Highlight anfangen? Ich weiß, für viele erscheint es gerade unmöglich. Oh, eine Waschküche. Also ich sag mal so, in der Wohnung in Köln im YouTube-Haus hatten wir auch eine Waschküche. Also da hatten wir unten im Keller eine gemeinsame Waschküche, ja. Und es haben viele Mehrfamilienwohnungen, ne? Also eine gemeinsame Waschküche, weil dann zum Beispiel in der Wohnung nicht genug Platz ist oder kein Wasseranschluss für die Waschmaschine, Trockner, whatever, ja. Aber ich sag euch ganz ehrlich, seine Wäsche, wenn man keinen Aufzug hat, seine Wäsche im Treppenhaus runterzutragen in die Waschküche, das ist wirklich nicht comfortable. Also RIP an alle. Mit einem Waschkeller, die sich mit anderen Leuten teilen müssen. Weil das Problem ist, dann hast du irgendjemanden im Haus, der einfach einen Fuck gibt und deswegen immer unordentlich ist hier und dreckig. Das fühle ich gar nicht, Leute. Habe ich auch früher gehabt, habe mich maximal gestresst. Für viele erscheint es gerade unmöglich. Ja, ich kann es nicht glauben. Hier geht ein Kuss auf den Medion, Alter, für die Waschmaschine. Wirklich arschgeiles Teil. Das Ding hat 15.000 Umdrehungen in die Sekunde. Ich wohne jetzt seit circa 2,5 Monaten hier. Die Waschmaschine war bisher noch nicht in Betrieb. Ist sie neu? Ist auch neu. Ich habe nämlich noch nicht den richtigen Anschluss für hier gefunden. Wie findest du die Wohnung bisher? Ich sag's dir mal. Ich habe die Wohnung im Übrigen extra für euch geputzt und aufgeräumt, damit das Ganze professionell aussieht. Jetzt bin ich auf die Wohnung mal gespannt. Wir haben es einfach geil gemacht. Der ist fürs Licht und der... Ist schon mal gut, dass er eine Medion-Waschmaschine hat. Dazu kann ich das kann ich mal sagen. Ist schon mal gut, dass er eine Medion-Waschmaschine hat, denn Medion Ehre. Manchmal kann man es ganz genau sehen, wie sehr Medion Ehre ist. Und zwar hier. Ehre! Dem passiert nichts. Das wollen wir einfach als kleines Easter Egg hier in die Wohnung mit einbauen. Der Geruch ist normal hier drin, ja? Oh, puh, nicht schlecht. Der Mülleimer wird... puh, nicht schlecht. Nie geleert? Der Mülleimer wurde bisher tatsächlich noch nie geleert. Hier geht ein Kuss raus an Marc für die ganzen Parfums. Danke, Digga. Als nächstes kommt ihr in den Gangbereich. Womit wirst du hier... Ja, eigentlich eine süße Idee. Also ich habe nicht so viele Schuhe. Ich habe ein paar Schuhe, dann ein paar Wanderschuhe und Ballatschen. Also drei schuhartige Dinge, ja? Aber wenn ich viele Schuhe hätte, fände ich es eigentlich schön, meine Schuhe in so ein Schränkchen reinzustellen. Doch, doch. Empfang, Steffen. Mit Stinkschuhen. Hier ein großer Spiegel, weil ich bin jemand, ich gucke mich extrem gerne im Spiegel an und merke... Scheiße. Welchen Raum wollt ihr sehen? Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Arbeitszimmer? Arbeitszimmer. Mir war es wichtig, dass hier einfach noch gewisse Fusseln und von alten Kabeln, die wir durchgeschnitten haben, dass hier einfach ein paar Sachen rumliegen, ein bisschen Kabelsalat. Quasi wie im Büro, genauso dreckig. Ja, genauso im Büro. Das war im Prinzip die Intention, Steffen. Mir war es wichtig, wenn ein Einbrecher vorbeikommt, ja, dann hat man immer die Möglichkeit, der Einbrecher kommt vorbei und schon weiß der Typ nicht mehr, wo er mich zu finden hat. Hier mein Kleiderschrank. Der ist jetzt auch extra fürs Video hier ein bisschen zurechtgeräumt worden. Sieht man, oder? Nächste Räumlichkeiten. Jetzt gehen wir zu dem Platz, wo die Liebe passiert. Ja, Doc, bin ich im Vlog? Jo, ich grüße meine Mom und meine Oma. Hier im Spiegel. Für den Fall, dass gewisse Aktivitäten passieren, dass man einfach immer checken kann, ob man auch gut aussieht. Ja? Dann hat man hier im Prinzip verschiedene Vorhänge, die ich aufgehängt habe. Die ganze sollen ein Gefühl von einer gewissen Idylle hervorrufen. Das heißt also außen die dunklen Vorhänge, um sozusagen das Dunkle hervorzurufen. Und innen die hellen, um sozusagen innen das Helle hervorzurufen. Stark, stark, okay. Ich find's gut, dass du dir dabei so viel gedacht hast. Ja. Hast du das echt Gedanken gemacht? Da habe ich mir richtig viel bei gedacht. Und hier noch ein Bild von Los Angeles. Ich habe mit Los Angeles nichts am Hut, deswegen habe ich mir gedacht.
das Ding eigentlich dahin? Jetzt kommt wirklich eines der Highlights. Ihr wisst es, Leute. Oh, Leute, soll ich euch wo er gerade schon sagt, er hat hier Los Angeles aufgehangen und hat mit Los Angeles nichts am Hut, ja? Ich muss euch ganz kurz zeigen, was wir für Bilder geholt haben für die neue Wohnung. Und zwar, Leute, und zwar bei Displate gibt es ja diese Metallbilder. Da gibt es verschiedene Städtebilder in diesem einfach weißen Ton, ne? So auf neutral angelehnt. Und ich habe mir gedacht, warum hänge ich mich alle Städte auf, wo ich schon mal längere Zeit gewohnt habe? Und ich habe über den City Maps White, das ist so ein Verkäufer, hat er zum Beispiel Köln, ja, da habe ich lange Zeit gewohnt, ja. Da hat alles sozusagen mit YouTube so richtig angefangen. Dann habe ich eine Zeit lang in Hamburg gewohnt, gibt es auch von denen. Und was ich als halt super geil fand, es gibt von diesem City Maps White, von Display Shop, gibt es einfach Funchal. Funchal Madeira, Alter. Einfach Funchal als Map. Und dann habe ich mir gedacht, ich hänge einfach die drei Städte, Hamburg, Köln und Funchal und dann noch Sabinesstadt, Saarbrücken, hängen wir einfach so, also vier Städte, hängen wir einfach sozusagen auf, mashallah, so auf schick angelehnt. Ja, habe ich mir. Und noch ein paar richtig geile andere Bilder, noch ein paar so Nerdy-Bilder. Ein paar richtig geile Bilder für die neue Wohnung, wird wild. Jetzt kommt wirklich eines der Highlights. Ihr wisst es, Leute, ich habe mehrere Jahre lang geritten. Bevor ich euch jetzt das Wohnzimmer zeige, möchte ich euch ein Bild zeigen. Ja, aber stimmt, das habt ihr gesehen, dieses Pferdebild. Mir besonders wichtig ist. Bitte kommt rein. Wisst ihr, was ein Wandtattoo ist? Ich präsentiere euch mein Wandtattoo! Digga, die Sache ist die. Ist ja klar, dass es halt auf lustig angelehnt ist, ja? Aber es sieht halt einfach trotzdem komplett scheiße aus. Egal, ob es auf lustig angelehnt ist oder nicht, es ist einfach nur eine Belastung für diese ganze Wohnung. Es ist einfach nur belastend, Alter. Aber solange Nico einfach sich damit cool fühlt, dass er so ein ironischer Morpholger ist und so lustige Pferdebilder an die Wand hängt und sich dabei fühlt, ist doch geil. Solange er es fühlt, ist doch geil. Was ist los? Warum? Findet ihr es nicht nice? Ich find's sehr schön. Ich sitze oft alleine hier auf meiner Couch und hab immer... Ich finde Pferde, muss ich sonst ehrlich sagen, ich finde Pferde gruselig. Ich find das übel gruselig. So ein bisschen, naja, so ein bisschen die Befürchtung, dass ich alleine bin. Dann gucke ich mich aber, drehe mich um und sehe... Oh, shit. Nee, Maverick, geh zurück, dieses Wandtattoo ist so ein geiles Produkt. Die Lampen hier haben wir befestigt in der Dreikonstellation, Erhard, Stein, Schalosch. Hier leuchten die Lampen. Hier im Prinzip noch ein schwarzer Tisch, den habe ich anfertigen lassen mit Brandverfahren, ein bisschen angucken lassen. Hier ist das Sofa in Samtgrün. War auch so ein ekelhafter Stoff, dieses, so ein Samtstoff, also sorry, aber ich finde, das sieht so ungemütlich aus, so ein, wenn man da schon mit der Hand drüber geht, dann habe ich schon dieses ekelhafte Gefühl, wo ich so Gänsehaut am Körper kriege, wenn ich mir vorstelle, drüber zu streicheln. Nee, sorry, also diese Couch geht gar nicht. Samt. Wie findest du? Super, ich finde den Router ganz gut. Ja, der Router, der da unten steht, meinst du? Ja, das ist auch ein Designelement von der Wohnung. Haben wir die Küche schon gezeigt? Boah, ich würde gerne wissen, was du kochst. Beim Kochen muss eine gewisse Hygiene eingehalten werden. Hier eine Tomatensauce, die ich gemeinsam bereitet habe. Warum? Die leben schon. Hast du das letzte Mal den Müll rausgebracht? Den habe ich noch gar nicht rausgebracht, glaube ich. Seit wann wohnst du hier und seit wann gibt es den Müll? Noch nicht lange, so 2,5 Monaten. Soll ich jetzt Sascha noch eine Tour geben, oder? Ich glaube, den würde es eher überhaupt nicht interessieren, aber ich tue so, als würde es ihn interessieren. Gib mir so eine schnelle Tour, oder? Ja. Alles klar. Ja. Du willst noch erzählen, ja, aber ich brauche keine Haussitzkraft. Du hast hier 5 mm, um einfach nur das Licht an- und auszumachen. Bro, what the fuck? Soll ich Augen zumachen und Augen zu? Ja, mach Augen zu. Augen zu. Warte, noch Augen zu, noch Augen zu, noch Augen zu, noch Augen zu. Augen zu. Ja. Und jetzt Augen auf. Hey, findest du es? Mein Gott, das ist so ein Low-Joke, Alter. Nicht fresh, oder was? Ich find's schon fresh. Junge, das geht gar nicht. Wir werden jetzt die Wohnung ein bisschen aufbauen, Freunde. Wieso wir? Sorry. Steffen wird die Wohnung für euch kurz noch aufbauen. Okay. Und dann werden wir euch noch ein paar nice Shots von der Wohnung geben. Und ja, schreibt mir gerne auf gar keinen Fall, wie ihr die Wohnung findet. In diesem Sinne. Hey, Bill, I'm in a mood for a switcher. I hit the function, hit the rose till I. Okay, alles klar. Hiccup. I hit the stage and leave with money, that's a sticker. She picture perfect, so I told him I'm a flick. Bill, I'm in a. Oh my god. I leave. Oh mein Gott, was ist das? Was ist das? Oh mein Gott, Leute, ich muss los. Schaut Inscope Lifestyle für mehr Pferde-Wand-Tattoos. An dieser Stelle muss ich einfach nur los. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert, kommentiert und bewertet das Video. Bis zum nächsten Mal.